Hier kommen dann die Schafe rein, wie wir es vorhatten. Und hier hinten sind ja die Kühe. Aber die Fackel gefällt mir nicht so. Machen wir da mal eine hin und da. Ihr bleibt schön da drin. Uns will keiner mehr besuchen. Doch, da sehe ich doch einen Zombie. Oh, da sind doch noch ein paar. Hallo. Ich sehe niemanden. Ich bin ja mal in unserem ehemaligen Weizenfeld. Aha, aha. Ah, da ist eine Spinne. Komm her. Und ein Skelett. Zwei Spinnen. Haha. Hey, meins. So, was haben wir da hinten? Kühe, Schweine. Bambus? Brauchen wir erstmal nicht, ne? Später, ne? Für Verzauberungen. Ja. Patrouille, du hast einen Pfeil im Arm stecken. Ich weiß nur, in der letzten Aufnahme hatte ich den, glaube ich, unterm Fuß, ne? Das sah ja auch ziemlich lustig aus. Wie auch immer man das schafft. Einen Pfeil unterm Fuß stecken zu haben. Ja. Wahrscheinlich bist du gerade gelaufen, weißt du? Hast deinen Fuß gehoben und dann hatte der erst zugeschlagen. Wie kann ich denn, oh, da hinten sind Schafe. Ja, ich weiß. Da war ich ja gerade eben. Ah, eine Spinne. So, die Sonne geht langsam auf. Das ist doch super. Willst du dann unter die Höhle oder? Mir sowas von egal. Vielleicht kommst du ja mal irgendwie tiefer als ich. Das können wir gerne ausprobieren. Immer noch Viecher? Ja. Ich hab gerade gegen. Oh, da kommt noch einer. Hallo. Ja, komm mal runter. Wieder zwei Zombies getötet. Gut, dann baue ich mir noch eben eine Rüstung. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn an? Hose und Harnisch, dann baue ich mir noch eben einen Helm. Das war so. Ein bisschen gerüstet muss ich ja dann auch sein, wenn ich da runtergehe. Ach Quatsch, ich hatte auch nichts. Du hast deine Goldharnisch an. Ja, aber Schrott. Wie Schrott? Ja, die hat nicht mehr so viel Haltbarkeit. Ja, aber die hat noch Haltbarkeit. Solange sie Haltbarkeit hat, ist sie doch noch effektiv. Okay, ich renne. Ich weiß gar nicht, wo lang, aber ich renne jetzt einfach mal. Mal hier lang. Boah, hier geht's weiter runter. Runter ist immer gut. Runter ist tatsächlich immer hervorragend. Ah, da ist sogar schon Eisen. Gut, hier geht's weiter runter. Ah, hier ist eine Höhle. Und da hinten sehe ich schon einen Creeper. Und Eisen. Und ansonsten ist es hier verdächtig ruhig, will ich mal sagen. Hi. Hallo. Komm ein Stück höher. Oder nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier den Fluss beseitigen. Ich hasse immer so Flüsse hier zwischendrin. Ich finde Lava immer schrecklich. Ja, ich mag die Flüsse nicht, weil die einen immer so wegdrängen. Das stimmt. Das kann einen in Probleme stürzen. Boah, die Höhle ist ja riesig. Okay. Ab ans Abbauen. So. Du könntest schon mal oberirdisch gucken, ob du irgendwie Pflastersteine und sowas abgrabbeln kannst. Ja. Denn wenn wir uns erweitern wollen, müssen wir natürlich mit Steinen arbeiten erstmal wieder. Fällt
Fledermaus höre ich hier auch schon irgendwo. Aber die tun einem ja nichts, ne? Ja, die nerven nur so ein bisschen. Die schwimmen schon mal immer vor deinem Gesicht. Springen, nicht schwimmen. Was soll das denn hier schon wieder, ey? Das war direkt schon wieder der nächste Shit. Mach da oben eine Fackel dran. Oh oh. Was denn? Ah, ich habe gerade gedacht, ich hätte hier eine Höhle gefunden, aber das kann sogar eine sein im Wasser. Da ist so eine Strömung. Ah, das war hier, okay. Da ist mein Pferdchen. Scheiß Vieh. Lava. Boah, hast mich gerade erschrocken. Was meinst du, was der mich erschrocken hat? Ich hasse diese Blödmänner. Alter! Creeper oder was? Ist ja genauso schlimm wie bei Outlast, ey. Alter! Steht der Sack hinter mir, ohne ein Geräusch zu machen? Ein Creeper oder was? Ja! Der ist sogar direkt neben mir explodiert. Gut, dass ich die Rüstung übrigens anhab, ne? Alter! Oh Mann, ey. Ich habe ihn gerade eben noch gesehen und denke, ja gut, der kommt nicht zu mir, dann gibt's keinen Weg hier hin, weißt du? Auf einmal steht er neben mir. Ja, die wissen schon, wie sie dich ärgern können. Boah. Das haben sie jahrelang geübt. Meine Fresse, ey. Ich weiß noch, als wir zu zweit immer runtergegangen sind, da hast du dich immer so erschrocken. Ich kann mich auch noch richtig gut dran erinnern. Das war bei Survive Minecraft. Ich sag zu Carsten, ich hab Diamanten, ich sterb jetzt. Und in dem Moment... Hatten wir da nicht sogar noch, hast du dann nicht mir sogar noch die Diamanten gegeben und bist dann wirklich gestorben? Ja. Ist wirklich neben mir ein Creeper explodiert. Aus dem Nichts kam dieser kleine Penner. Gut, dass ich Carsten da die... Diamanten gegeben hat. Ja. Ich meine doch, ne? Hatten wir, glaube ich, auch die Vorhersage oder sowas genannt. Todesvorhersage oder irgendwie sowas. Und wenn nicht, hätte es gepasst, wenn wir es nicht so genannt haben. Auf jeden Fall. Also das fand ich nicht so nett von Herr Creeper. Ja, die Folgennamen sind relativ einfallslos, aber ich meine, das ist halt, beschreibt halt den in Anführungszeichen Mod, den wir ja hier spielen. Deswegen bleibt es jetzt einfach bei Minecraft das Schloss. Warum auch nicht, ne? Ja. Dafür hatten wir ja immer Namen beim richtigen Let's Play gehabt und... Richtig. Was haben wir hier oben? Pilze. Boah, ey, der Schock sitzt noch immer im Nacken. Ein kleiner Hosenscheißer, ne? Ohne Spaß. So ein Drecksack. Gut, hier ist nichts mehr. Aber es war auch wirklich nur dieser eine, den ich sogar vorher noch gesehen habe, weißt du? Der will doch nur spielen. Ja, dann soll er mit seinen Freunden spielen in Irak oder was weiß ich, wo der herkommt. Der kann nur daher sein. Irak, Afghanistan oder irgendwie sowas. So, an dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass wir eine Wunschliste haben, liebe Freunde. Oh ja. Wenn ihr irgendwelche Spielewünsche habt, immer wieder eintragen. Und ich muss sagen, Leute, das ist echt krass. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer hat die Ponia eingetragen? Den dritten Teil? Den welcher? Ich glaube, ich weiß, wer es war. Das war dieser,
Ich glaube, Daniel heißt der oder Patrick. Daniel oder Patrick, einer der beiden. Die schreiben uns auch oft auf via E-Mail. Ah. Übrigens, schöne Grüße an der Stelle, falls ihr das seht. Echt lieb, dass ihr so oft zuschaut und uns dann auch immer wieder schreibt. Meistens. Mhm. Ich hatte jetzt letztens von einem der beiden so einen Riesenroman bekommen. Habe ich dir, glaube ich, auch gezeigt. Ja, ja. Huh. Von Patrick, glaube ich, ja. Ja, und heute gucken wir rein. Was steht drin? Black Mirror 3, liebe Leute. Da bin ich echt total... Was habe ich Steffi letztes Weihnachten oder, weiß ich gar nicht, Weihnachten oder Geburtstag war es? Ja. Geschenkt? Black Mirror 3, das wird nach Deponia nämlich kommen. Deponia hat vor... So viele Skelette. Oh ja, schießt euch gegenseitig ab, ihr Schweinebacken. Ach du Scheiße, ist hier ein Spawner oder was? Ich bin weg, ich bin weg. Ein Spawner? Ich weiß es nicht. Hier sind so viele. Die schießen sich schon gegenseitig ab. Ja, lass es dir doch. Wenn sie daran Spaß haben. Ja, hier sind Spawner. Dann leuchtet den doch aus. Das war so klar, dass hier ein Spawner ist. Viel zu krass, was hier abgegangen ist. Namensschild? Lol. Eine cool. Schallplatte. Eine Schallplatte? Eine Schallplatte. Wie geil ist das denn? Ein Spawner. Ich nehme die Kiste mal mit, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Moossteine lasse ich mal hier. Wir haben immer Moossteine abgebaut und sie nie für irgendwas verwendet. Ja, das stimmt. Aber die können wir ja hier für unser... wenn wir auch einen Untergang machen, weißt du? Ich lasse sie mal hier. Ich denke mal, ich will, ist eigentlich schon Tag oder noch Tag? Ja, ist noch Tag. Okay. Ich lasse sie mal hier. Ich wollte gerade sagen, wir finden ja sowieso nochmal hier hin. Aber ich glaube, wir finden hier nicht nochmal hin. Das ist viel zu verwinkelt hier alles. Ich glaube, ich finde auch nicht mehr raus. Ich muss mich gleich raus teleportieren. Ich nehme die mal mit. Ich habe nämlich eine geile Idee. Wir können doch, wir bauen doch sowieso ein Schloss. Ja. Und was ist denn ein Schloss ohne eine anständige Ruine? Ja, ne? Gut, dafür sind die paar Moossteine dann nicht... Oh, jetzt wird's aber dunkel. Ja? Ja. Ist schon dunkel? Nee, noch ist nicht dunkel, aber es dämmert, weil es schneit auch wieder. Okay, Moment. Ist aus? Ja, dauert immer ein bisschen. Ich nehme alles mit. Sag mir, wenn der Mond vollkommen sichtbar ist, dann muss ich leider aufhören. Und dann teleportiere ich mich raus. Es hat aufgehört zu schneien. Das ist gut. Ho! Arschloch! Wo kommst du her? Ey! Hier ist doch ausgeleuchtet. Was war denn das jetzt gerade für eine arschige Aktion? Kommt doch, wenn man ein Skelett daher. Hm. Hey! Was soll das? Wie viele Fackeln sollen denn hier noch hin? Oder mögen die es nicht mehr, wenn man Moossteine abbaut? Das weiß ich nicht. Ich muss direkt was essen. Ist der Mond schon vollkommen sichtbar? Nee, ist noch nicht vollkommen sichtbar, aber es ist kurz davor. Also, ich gehe jetzt auch raus, ich klopfe jetzt hier noch die paar Steine ab. Und dann kann ich dir mehr dazu sagen. So. Moosstein. Beeil dich! Ah. Beeil dich! Ah. Da ist noch was! Die Sonne geht unter! Nein! Die ist fast unten! Komm mal voran! Nein! Hab alle! Gut, jetzt kannst du hier hinkommen. Der Mond ist nämlich gerade aufgegangen. Sehr geil. Jetzt muss ich nur noch alle mitnehmen. Wie waren nochmal die Koordinaten? Du hast sie dir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Ja. X ist minus 255. Minus 255. Mm, Y ist 70. Und Z ist 283.